Moin und herzlich willkommen zu SearchCamp Episode 23. Das Thema der heutigen Sendung ist Markenaufbau. Warum muss man ein Unternehmen zur Marke werden? Was braucht es dafür? Was ist der Unterschied zwischen Bekanntheit und Beliebtheit? Wie trägt man das ins Unternehmen herein? Und. Also darum geht es heute. Viele Themen. Ich mache das heute nicht alleine, sondern zusammen mit einem sehr geschätzten Kollegen aus Hannover. Also bleibt dran, gleich geht's los. So, da sind wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass ich den Olaf Kopp in der Leitung habe. Ich weiß nie, ob das ein großes Lob ist oder eher so ein nicht schönes Wort, aber wir sind eigentlich beide so Urgesteine der Branche. Und ich wollte schon lange einen Podcast mit ihm aufnehmen, habe ihn gefragt, welches Thema wäre für dich interessant. Und er kam mit dem Thema Markenaufbau, habe ich gesagt, klar, machen wir sofort. Deswegen freut es mich, Olaf, dass wir dich hier haben. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, Markus, danke erstmal für die Einleitung. Urgestein, ich glaube, du bist mehr Urgestein als ich in der Online-Marketing-Branche. Also wenn, glaube ich, du von mir, von einem Urgestein sprichst, dann werden manche vielleicht auf die Barrikaden gehen, die da deutlich länger schon am Werk sind als ich. Ich glaube, du bist da schon ein bisschen länger dabei. Wann hast du? Seit wann bist du dabei? Also 2001. Siehst du? Also richtig Urgestein, ja. Also wenn ich jetzt mal, wenn ich wirklich mal zurückdenke, ich habe 2002 bis 2006 studiert, das war eher mit Schwerpunkt Marketing und E-Business, da habe ich meinen Marketing-Professor für gehasst, wir hatten in keiner einzigen Vorlesung das Thema Online-Marketing und ich habe mich halt privat da so langsam in dieses digitale Thema mal reingefuchst mit einer eigenen Online-Musikplattform, die wir so für Independent-Künstler damals hochgezogen haben, aber eher im regionalen Raum. Und bin dann nach dem Studium auch erstmal ins klassische Marketing gegangen. Hatte dort leichte Berührungspunkte. Wir hatten damals, es war ein Versandhändler, wo ich tätig war als Marketingmanager und Online-Chefredakteur. Da hatte ich zumindest was online publizieren, hatte ich da schon dann meine nach dieser Plattform meine ersten Erfahrungen. Und wir hatten auch damals eine AdWords-Agentur beauftragt. Mhm. Und da bin ich eigentlich das erste Mal so richtig mit dem Thema Online-Marketing in Berührung gekommen. Es war dann so um die 2006, 2007. Und dann hat mich das Thema auch ziemlich angefixt, habe mir sofort die erste Auflage vom Website-Boosting von Mario Fischer geholt, von dem Buch. Mhm. Und das war quasi dann eigentlich erstmal ein Einstieg. Also eigentlich der Einstieg ins Online-Marketing war so richtig erst so 2007, 2008 bei mir. Mit dem Thema Google AdWords. Und dann dann bin ich auch schnell zum Thema SEO gekommen. Und dann wollte ich da auch nicht mehr weg und bin dann, weil meine damalige Arbeitsstelle mir im Online-Marketing nichts anbieten konnte, bin ich dann nach Berlin zu Universal gegangen, habe dort mein Glück im Online-Marketing probiert. Dort hat es leider aus bestimmten Gründen nicht funktioniert, beziehungsweise ich wollte da nicht bleiben und bin dann zurück in meine Heimatstadt nach Hannover und habe mich dann da selbstständig gemacht mit einer Online-Marketing-Agentur, damals Schwerpunkt SEO und Google AdWords. Und die hieß damals SEM Deutschland, also die Domain semdeutschland.de gibt es ja heute immer noch, die könnt ihr der eine oder andere kennen, darauf liegt ja auch mein Blog oder mein Hauptblog, sag ich mal. Und dann habe ich mich 2012 mit meinem jetzigen Geschäftspartner zusammengetan und habe die Aufgesang Inbound Marketing gegründet mit Fokus eben. Wir hatten Ende 2011, konnte man schon erahnen, in welche Richtung Google so will, was so Inhalte und so angeht, also auch in Richtung Content-Marketing. Und da war es einfach für unser beide Sichtweisen einfach sinnvoll, das Thema PR, mein Geschäftspartner hat vorher eine reine PR-Agentur gehabt, das Thema PR und Online-Marketing, aber speziell auch SEO zusammenzubringen, um halt daraus in dieser Fusion, sag ich mal, oder die Synergieeffekte aus PR und SEO für dann spätere Content-Marketing-Projekte zu nutzen. Und so war ich bei Aufgesang auch ein 3 Jahre Geschäftsführer, habe dann gemerkt, dass die Rolle mir ein bisschen zu anstrengend wurde und bin jetzt heute aktuell Head of SEO und Chief Business Development Officer, also CBDO, also mache viel mit Produktentwicklung bei uns in der Agentur, Akquise auch, aber auch Marketing, das Agenturmarketing liegt hauptsächlich bei mir. Okay. Als Geschäftsführer kann ich das super nachvollziehen, ne? Also du bist halt Ansprechpartner für Gott und die Welt und egal, ob die Kaffeemaschine kaputt ist oder jemand mehr Geld haben will, du bist für die komplette Range halt Ansprechpartner und das war mir dann irgendwann zu viel.
Ja, verstehe ich. Ja, Thema war ja jetzt leider nicht Agenturführung oder Gründung, sondern Markenaufbau. Ja. Genau. Schön, dass wir die Kurve noch kriegen. Also die Frage ist ja vielleicht einleitend auch als Motivation. Ich könnte ja einfach sagen, ich mache nur Performance-Marketing, ich stecke mein ganzes Geld in AdWords und gut ist, ich muss gar nicht zur Marke werden. Warum sollte man trotzdem zur Marke werden? Vor circa fünf Jahren habe ich noch gesagt, alles, was nicht messbar ist, macht keinen Sinn. Mhm. Da war ich Performance-Marketing, ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, aber einfach mal so als zynisch ein bisschen Performance-Marketing-Evangelist. Mhm. Ich habe nur das wirklich für richtig gehalten, was messbar ist und was wirklich auch sehr auf harte Ziele konzentriert ist, also Strich Leads oder Abverkäufe. Wir beide sind ja auch ein bisschen länger im Geschäft und wir sehen, wenn man so sich betrachtet, wie die Performance im Bereich AdWords über die Jahre abgenommen hat. Also ich sag mal ich nehme mal AdWords jetzt als Beispiel für einen typischen Performance-Marketing-Kanal. Mhm. Dann sieht man, dass doch es heutzutage aufgrund des Wettbewerbsdrucks und der erhöhten Klickpreise etc. es nicht mehr so einfach ist, performant AdWords zu schalten. Nur mhm. AdWords für sich alleine. Und die Marke, ich, wenn man mich heute fragt, ich würde gar keine Trennung mehr machen zwischen Performance Marketing und Branding oder Markenaufbau, weil beide so eng miteinander zusammenhängt. Wir können ja mal überlegen, Beispiel Amazon, warum ist Amazon sehr erfolgreich? Weil sie so gute AdWords-Kampagnen schalten? Ich glaube eher nicht. Mhm. Sondern die sind sehr erfolgreich, weil sie sich so eine Marke aufgebaut haben, dass die Leute inbound automatisch schon zu Amazon gehen, ohne dass irgendeine Werbung eigentlich notwendig ist. Mhm. Und das ist deshalb, und das ist erstmal dieser Inbound-Effekt, den Marken natürlich haben, der vereinfacht mhm. natürlich einiges, als auch dieser, auch bei den Abschlussraten. Also ich habe zwei Anbieter. Anbieter A kenne ich, weil es eine Marke ist, den kenne ich, der ist mir schon öfters überall an verschiedenen Touchpoints begegnet. Anbieter B hat vielleicht ein bisschen günstigere Preise, kenne ich aber nicht. Die mhm. Chance, dass trotzdem derjenige bei dem Anbieter A kauft, weil er mehr Vertrauen in die Marke hat, weil er sie schon kennt, ist deutlich größer, als wenn derjenige beim Anbieter B kauft. Sprich, es hat direkt starke Marke hat direkten Einfluss auf die Abschlussraten. Also auch in dem Sinne auf Conversion-Optimierung. Okay. Und natürlich auch so Standard-SEO-Metrik, ne? Ich meine, du hast höhere Chancen, einen Link zu bekommen. Genau. Soziales Signal. Outreach, wenn man in Content-Marketing-Kampagnen fährt, man geht raus und man kennt einen schon, weil man mit den Redaktionen eventuell schon Kontakt hatte oder vielleicht auch, weil die uns schon kennen, weil die uns andauernd überall, wir denen andauernd über den Weg laufen, dann sind die vielleicht auch, fühlen die sich vielleicht auch ganz geehrt, wenn man die dann anspricht. Und dann sind die, oder ja, es wenn, ach, das finde ich toll, also das ist dann ganz anderes, da wird man ganz anderes empfangen von Redaktionen, als wenn man eine Nullnummer ist. Mhm. Jetzt hattest du eben halt gesagt, so früher warst du anders drauf, ne? Also früher, was nicht gemessen werden konnte, das zählte auch nicht. Jetzt ist ja gerade Markenaufbau so ein Thema, also wenn du so ein Thema hast wie Kundenbindung oder Loyalität, da ist ja leider unglaublich schwer, in Google Analytics reinzugießen, wie loyal sind meine Bestandskunden zu mir. Wie gehst du vor? Also sagst du dann, manche Sachen kann ich einfach nicht messen, was den positiven Effekt von Markenaufbau angeht. Oder hast du Chancen, viele Sachen zu messen? Grundsätzlich würde ich mal unterscheiden, Markenaufbau findet auf zwei Ebenen statt. Mhm. Einmal für die potenziellen Kunden, also den Nutzer, als auch die Algorithmen der wichtigsten Gatekeeper. Mhm. Das ist erstmal für mich zwei. Es gibt Signale, die wirken auf beide Bereiche, also wohl auf die Algorithmen, weil diese sie auch messen und feststellen können. Und es gibt halt eher psychologische Signale, die mehr auf das, die was dann im Hirn der Nutzer eher stattfindet, also auf psychologischer Ebene eben. Die lassen sich halt eben schlecht über uns unsere möglichen Web-Analyse-Systeme zum Beispiel erfassen. Aber man kann ja zum Beispiel Wiederkaufraten über CRM-Systeme, kann man Wiederkaufraten natürlich schon feststellen und die Kundenloyalität natürlich feststellen. Wenn, oder über den
oder die Customer Value. Man spricht ja auch immer von Customer Lifetime Value, und wenn die besonders lang beziehungsweise besonders hoch ist, dann ist das ja ein Zeichen, je länger diese Customer Lifetime Value ist, desto höher ist, kann man schon Parallelen zum Markenwert dann eigentlich ziehen, zur Markenrelevanz. Okay. Und Und du hast natürlich auch. Vielleicht habe ich die Frage, glaube ich, noch nicht komplett beantwortet. Also wenn wir jetzt auf Algorithmus, also Sachen wie Backlinks zum Beispiel, sind, glaube ich, für Google immer noch so wichtig, weil sie eigentlich immer noch eins der wichtigsten Autoritätssignale für Google sind, weil sie nichts anderes haben. Klar. Ich glaube, Social Media, kann man sich darüber streiten, wäre interessant auf jeden Fall, sowas, wenn Google sowas in Betracht ziehen könnte. Da Google Plus aber nicht so richtig funktioniert hat und sie das nicht nutzen können, bin ich da mir nicht so ganz sicher, eben ob Social Media Signale auch für die Algorithmen da eine Rolle spielen, wenn wir jetzt vom Ranking-Algorithmus sprechen, zumindest. Aber wir haben ja auch zum Beispiel bei Facebook haben wir auch einen Algorithmus, der auf bestimmte Autoritätssignale in Form von Engagement-Zahlen jetzt da eben funktioniert. Und Engagement-Zahlen könnten für Google theoretisch ja auch, wie Nutzersignale könnten für Google ja auch Ranking-Signal sein. Jetzt sind wir bei meinem Lieblingsthema, da muss ich, sage ich kurz nochmal eins zu, da kommt aber auch direkt dem nächsten Blogbeitrag von mir. Google sagt definitiv, dass Nutzersignale kein direktes Ranking-Signal sind, noch derzeit. Trotzdem ist für die meisten SEOs anscheinend gesetzt als Ranking-Signal, finde ich immer ganz interessant. Sehe ich derzeit noch nicht so, solange Google nicht ganz klar sagt, Nutzersignale sind direktes Ranking-Signal und werden nicht nur zur Algorithmus-Weiterentwicklung genutzt, ist das reine Spekulation und ich würde es als Mythos abtun sogar. Okay. Deswegen, aber es sind könnte natürlich könnte, wenn es Google nutzt, wäre es ein, denke ich, auch ein Signal, was für eine gewisse Markenstärke halt sprechen könnte, sozusagen so wiederkehrende Besucher wäre zum Beispiel auch interessant. Wenn Google sieht, dass dieselben Besucher immer wiederkehren auf eine Website, ist das ja ein Zeichen von Loyalität und in dem Sinne auch ein gewisses Vertrauen und damit auch einer gewissen Markenrelevanz. Jetzt machen wir ja beide als SEOs sehr viele Workshops und überhaupt Gespräche mit Kunden. Und ich stelle immer so fest, wenn du mit diesem Anspruch kommst, so Markenaufbau, sagen ja, das ist halt für die Großen, ne? Also Fernsehwerbung, Plakatwerbung, also im Prinzip hat man irgendwie Zalando vor Augen, die halt richtig viel Asche da versenkt haben, um auch eine massive Reichweite und eine massive Markenbekanntheit hinzubekommen. Ich meine, provokante Frage, irgendwie habe ich überhaupt als kleiner Anbieter, ob jetzt Händler oder Hersteller oder Dienstleister oder was auch immer, habe ich überhaupt eine Chance, zu einer Marke zu werden, wenn ich eben nicht diese 7, 8, 9-stelligen Beträge zur Verfügung habe? Du hast selber das Wort Reichweite gerade genannt. Reichweite, für was sorgt Reichweite? Reichweite sorgt für Popularität, also einen gewissen Bekanntheitsgrad. Nach meiner Meinung definiert sich aber eine Marke nicht nur über Bekanntheit, sondern auch ebenso mindestens genauso stark, wenn nicht noch mehr, über die Reputation. Und die Reputation kann ich mir nicht erkaufen in der Regel. Popularität, Reichweite kann ich mehr kaufen. Da gewinnt der den größten Geldbeutel hat, richtig. Oder nicht nur Popularität, auch bestimmte Hacks zum Beispiel. Wenn ich dieses Thema Growth Hacking ist ja gerade wieder, oder was heißt wieder, ist gerade so eins der Hype-Themen, halte ich persönlich nichts von, weil Growth Hacking, so wie ich es zumindest verstanden habe, sorgt für kurzfristige Reichweite. Da wird nach Hacks gesucht, wie man schnell und wenn möglichst günstig in dem Fall auch Reichweite erzeugen kann. Das alleine macht aber keine gute Marke aus. Der Reputationsteil, der kann sich erarbeitet werden über zum Beispiel gute Inhalte, so wie ihr das macht mit eurem Internetkapitän, mit eurem Suchradar oder wir es vielleicht auch mit unserem Blog und unseren Studien und unseren E-Books machen. Das ist ein harter, langer Weg, den kann ich mir nicht erkaufen. Natürlich kann ich mir extern Sachen erstellen lassen, aber ich glaube, gerade diese Reputation muss man sich selbst erarbeiten. Und diese Reputation, die führt im besten Fall dazu, dass ich dann von bestimmten Stakeholder-Gruppen, die für die Reputation halt wichtig sind, wie Influencer, Multiplikatoren, Journalisten, Redakteure, alles, was so. Die haben ja auch Reichweite, muss man dazu sagen. Das beinhaltet natürlich auch Reichweite, die aber nicht gekauft ist. Aber viel wichtiger ist, dass dritte Personen etwas Positives über mich sagen, beziehungsweise mich empfehlen sogar.
Das baut dann die Reputation auf und die Kombination aus Reputation und Popularität macht mich dann zur Marke. Übrigens, vielen Dank, dass du das Thema Growth Hacking nochmal angeschnitten hast, weil ich habe es, ich weiß gar nicht, wo es gestern war, irgendwo in der Lead oder in der W&V, also irgend so ein, ja, so ein Marketing-Print-Medium halt, wo es dann auch nochmal als, ja, als das neue Ding herumgetragen wurde. Und ich dachte so, Mann, das gab's, also so neu ist das Thema jetzt eigentlich nicht, ne? Es ist ja, Aber gut. wie ich das verstehe, ich habe mich jetzt auch nicht so, es hat viel, glaube ich, auch ein bisschen was mit Black Hat so ein bisschen zu tun, ne? Also man versucht so irgendwie Lücken auch zu identifizieren. Also im Endeffekt geht es ja um günstig Reichweite. Im Endeffekt so ein, auch vielleicht in gewisser Form vielleicht auch einen viralen Schuss mal zu landen, so einen viralen Glückstreffer irgendwie zu landen und damit dann mit vielleicht relativ geringem Geldaufwand halt viel Reichweite zu erzeugen. Aber es ist halt immer nur kurzfristig, es hat halt eine kurze Halbwertszeit. Okay. Ich habe auch so das Problem, dass so Marke werden, Markenaufbau betreiben, wird oft verstanden als etwas, was jemand als Hersteller von Produkten macht. Ich meine, so kennen wir das ja klassisch auch. Aber für Händler und Dienstleister ist das gar nicht so ein beliebtes Thema. Also, so viele unserer Kunden sind Online-Shops. Wenn man denen damit ankommt, sie, ja, nee, wir verkaufen halt nur und hier Amazon bester Preis und so. Ist das alles zu kurz gedacht? Also haben Händler und Dienstleister die gleiche Chance, zu einer Marke zu werden? Bei uns ist es komischerweise, deshalb kommen wir uns, glaube ich, auch so selten in die Quere. Bei uns ist es eher Nur einmal im Jahr, wir ne? hatten früher. Insider. Wir haben früher auch viele Online-Shops gemacht. Jetzt derzeit ist es bei uns so, dass wir eigentlich mehr B2B-Kunden haben als B2C, also Shop-Kunden im Endeffekt haben. Das ist deutlich weniger geworden. Aber Amazon ist ja das beste Beispiel. Also ich glaube, dieses Bild von Amazon, das wir alle haben, dass dort der günstigste Preis ist, das ist hundertprozentig auch nicht immer gegeben. Wir glauben es nur. Wenn wir, glaube ich, mal Ja, klar. richtig ein bisschen, noch ein bisschen, also wenn man sich im, wenn ich mal nicht bei Amazon gucke, sondern auch mal tatsächlich woanders noch was kaufe, also im Bereich Mode oder so mache ich das eigentlich ziemlich viel, weil da ist hat Amazon meistens nicht so ein gutes Angebot, dann fällt das schon auf, dass Amazon da gar nicht immer der günstigste ist, aber das ist halt Marke. Wir haben die Marke Amazon so stark zusammengebracht mit erstmal großer Auswahl, aber auch günstigste Preise. Und natürlich das Wichtigste bei Amazon, für was sich die Amazon ja auch positioniert hat, ist natürlich die wahnsinnig gute Usability. Ja, klar. Dieses, ich habe nicht viel Zeit, ich weiß ziemlich genau, was ich will, dann gehe ich zu Amazon, weil das geht schnell und ich muss mich nicht lange da mit dem Bestellen aufhalten. Ja, also sehe ich auch so. Also hauptsächlich ist es Convenience, ne? Du hast halt ein Login, du weißt, alles, was du brauchst, ist da. Das Filtern, okay, klappt nicht immer so, wie du es gerne hättest. Aber ja, Und ich wie, jetzt hatte. fragen wir uns doch mal, wie ist denn Amazon, wie hat sich denn Amazon zur Marke gemacht? Haben die große Werbung geschaltet? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Außer Nö, nicht AdWords. wirklich. AdWords haben sie sehr inflationär betrieben. Da gab es dann immer so schöne Beispiele früher noch, wenn man Angela Merkel Ja, angegeben genau. hat, konnte man Angela Merkel bei Amazon kaufen. Aber weil eben Masse und Keyword Insertion und solche Geschichten halt, da auf Masse halt die AdWords-Anzeigen ausgespielt, aber so richtige Markenwerbung ist AdWords eben nicht in dem Sinne. Von daher, die haben sich ihre Marke halt ja ganz klar über ihr Sortiment, ihre Usability und das früher vielleicht noch gegebene beste Preisversprechen irgendwie gemacht. Aber ich habe nie eine Fernsehwerbung von. Hast du schon mal eine Fernsehwerbung von Amazon gesehen? Ich habe leider gar keine Fernsehwerbung zu Hause. Ich habe noch nie eine gesehen. Nein. Okay. Also ich mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich irgendwann mal eine Fernsehwerbung von Amazon gesehen hätte. Ich hatte auf der SEOCom habe ich auch einen Vortrag gehalten über Content Marketing für Online-Shops und später kam dann auch jemand zu mir und fragte, ja, warum soll man überhaupt noch einen Shop aufbauen? Weil ich kann ja auch alles bei Amazon verkaufen. Und ich glaube, einer der Hauptgründe ist eben wirklich Markenaufbau. Ich meine, klar kannst du bei Amazon sein. Die Marke ist meine eigene Marke, ist mein eigenes Asset. Ja, ich meine, das eine ist halt wirklich umsatzgetrieben und klar kannst du jedes Mal deine X% an Amazon abdrücken. Oder halt, wenn du einen eigenen Shop hast, ja, kannst du die Leute halt wirklich zu Wiederholungskäufern bei dir machen. Genau, und du hast dein Online-Marketing ganz, du hast es 100% in der Hand, in deiner eigenen Hand und bist nicht abhängig davon, ob du Amazon, man hat's ja, man sieht es ja bei Google.
Und da wird Amazon, den Weg wird Amazon, denke ich, auch noch gehen. Google hat immer mehr, früher war die Shopping-Suche umsonst. Jetzt zahlt man Geld dafür. Und Amazon wird auch immer mehr, wenn sie sehen, dass alle ihn aus der Hand fressen, werden sie diesen Hebel so überspannen, dass sie noch mehr Umsatz machen können. Und wenn man sich nur davon abhängig macht, muss man den Weg mitgehen. Und Ja, das ist klar. eigentlich kein schönes Gefühl. Man macht sich ja irgendwann auch mal selbstständig mit dem Unternehmen, um irgendwie unabhängig zu sein. Ja, also ich hab einen Freund, der auch primär auf Amazon verkauft und der sagte, wenn Amazon mir 2 Tage lang den Account sperrt, bin ich pleite. Genau. Und Das ist das ist wie halt. alle mal sagen, auch sich nicht nur alleine von Google abhängig machen. Das ist ja genau das Gleiche. Und wir sprechen heute über Markenaufbau und das ist eben gerade die Chance, dass du halt aus diesen ganzen Performance-Kanälen herauskommst, für die du eigentlich permanent Geld abdrückst. Das ist also eigentlich kaufen statt mieten, ne? Im Genau. Endeffekt. Und was ja auch dieses dauerte, glaube ich, viel zu lange, dieses Thema Markenaufbau. Die heutige Welt ist doch gerade mit der ständigen Verfügbarkeit, sofortigen Verfügbarkeit, haben auch viele Ansprüche, schnell Geld zu verdienen, beziehungsweise schnell irgend Feedback zu bekommen, was auch finanzieller Art ist. Aber dieser Markenaufbau ist ein Marathonlauf, kein Sprint. Und das macht man halt nicht von einem Tag auf den anderen. Ich weiß, Zalando ist ja auch immer ein schönes Beispiel, ne? Zalando hat ja die ersten, weiß nicht, wie viele Jahre die in roten Zahlen gelaufen sind. Das waren natürlich bei kleinen Unternehmen, die jetzt kein Venture Capital drin haben oder keine Geldgeber drin haben, da muss man halt ein bisschen pfiffiger sein. Da geht das nicht so, da kann man sich halt keine TV-Werbung leisten, aber durch die eigene Person. Für mich bloggen viel zu wenig Geschäftsführer immer noch. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Talents oder auch ob man da Lust zu hat und ob einem das leicht fällt. Aber irgendwie, wenn es nicht der Geschäftsführer ist, dann muss es irgendeiner sein, der so eng mit dem Unternehmen verknüpft ist, dass der auch das wirklich mit Herz und Seele betreibt und das transportiert, wird dann, denke ich, auch gespürt, so wenn etwas mit Herz und Seele gemacht wird. Und da liegt der große Pluspunkt bei kleinen Unternehmen. Weil bei großen Unternehmen, bei einem Zalando, wird der Geschäftsführer wahrscheinlich nicht anfangen, selbst zu bloggen. Da wird das irgendein Mitarbeiter machen. Aber wenn es irgendein Mitarbeiter macht, der dann auch vielleicht irgendwann geht, dann transportiere ich damit keine Persönlichkeit. Und Persönlichkeit und Authentizität ist gerade für die kleinen Unternehmen der große Pluspunkt, den große Unternehmen nur ganz schwer abgebildet kriegen. Dann lass uns auch mal, ich meine, wir beide sind zwei Agentur-Heinis. Die klassische Frage, wenn wir jetzt ein Beratungsmandat haben bei Kunden X und wir stellen fest, hallo, du musst eigentlich mehr zu einer Marke werden, wie viel kann eigentlich von außen kommen, also von dir als Agentur, von uns als Agentur, und wie viel muss eigentlich von innen kommen? Geht es überhaupt ohne diesen Funken von innen? Also kann ich das alles auslagern an irgendjemanden? Ich schneide mir da ein bisschen ins eigene Fleisch, aber ich würde sagen, nein. Nein, Ich okay. sag ganz klar nein, weil man kann sich nicht alles erkaufen. Ich glaube, Marke kann man sich nicht erkaufen. Da bin ich mir gerade heutzutage. Früher ging das noch, da konnte man, hat man ein paar, hat man richtig viel Geld in TV-Werbung gesteckt und dann hat das funktioniert, aber heutzutage. Um dieses Tandem Reputation, Popularität hinzukriegen, muss man selber in den Aufwandsinvest gehen. Jetzt nicht in den Geldinvest, sondern nennen wir es Leidenschaftsinvest oder in das eigene Engagement Invest. Ich glaube, eine Agentur kann gut begleiten, das kann Impulse geben, kann die immer wieder auf die richtige Bahn zurückführen, kann ein bisschen zielorientierter das Ganze gestalten und effektiver gestalten. Aber das eigentliche Herzstück von wenn es zum Beispiel um Inhalte geht, sehe ich eigentlich im besten Fall immer im Unternehmen selbst. Also ich finde das Thema Contentproduktion im Rahmen von Content Marketing ist eigentlich am besten aufgehoben in den Unternehmen selbst. Weil dort sollte das liegt das Herz, dort liegt li sollte das Herz liegen, die Leidenschaft für die Produkte, die da verkauft werden. Ich finde es übrigens super, dass das Stichwort Content Marketing noch nicht deutlich früher gefallen ist, weil eigentlich in jedem Podcast muss es ja schon im Moment ab der 2. Minute kommen. Vollkommen zu Recht, also keine Frage, Also die ja. Sache ist, ja,
wir müssen uns darüber unterhalten, was wird noch wahrgenommen? Also Werbung wird noch sehr, zumindest bei mir nur noch, du guckst gar keine Werbung, weil du bei dir geht das komplett vorbei. Du bist halt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wenn du dich mal hinterfragst, welche Marken findest du warum gut? Ist es wegen der Werbung oder hat das irgendwas mit dem Produkt selbst oder mit Inhalten zu tun? Wahrscheinlich eher Produkt, ne? Ja. Also klar habe ich auch ein paar Marken noch aus der früheren Zeit mitgenommen, ne? Aber ansonsten, was kaufe ich heute, ne? Und gerade so was Produkte angeht und so, muss ich sagen, ja, über klassische Werbung erreichen die mich nicht. Aber ich habe zum Beispiel letztens so ein neues Podcast-Mikrofon gekauft. Und warum? Weil die halt so einen total geilen Ratgeber dafür geschrieben haben. Also ich merke bei mir, dass das wirkt. Ich merke aber auch eben, und das ist eben, halte ich nach wie vor für ein Riesenproblem, dass wir haben Kunden, wo ich sage, die schaffen das nicht. Also dieses Adjektiv Marketing geil oder Sende begeistert oder so. Also dass wirklich ein Chef da steht und sagt, okay, ich verstehe, warum ihr das haben wollt. Wir müssen jetzt Content-Marketing machen und wir müssen dem auch einen persönlichen Anstrich geben. Und ich als Chef stelle mich jetzt hier vor die Kamera und mach den Affen auf YouTube. Das passiert extrem selten. Und das sehe ich echt als Problem, weil das auch, also eigentlich kannst du es nicht wirklich auslagern. Viele würden es gerne auslagern. Es muss von innen kommen, aber manchmal hast du einfach als Unternehmen diese Chance nicht, weil dir einfach, ja, weil die Personen das nicht hergeben. Ist, glaube ich, aber auch ein Thema, jetzt können wir den Bogen jetzt noch weiterspannen. Wir können uns gerne auch ein bisschen mal über die Digitalisierung unterhalten, da haben wir nämlich das gleiche Problem. Warum ist der deutsche Mittelstand, warum hängt der in den Sachen oder allgemein die deutsche Wirtschaft, warum hängt die in Sachen Digitalisierung so hinterher? Weil dort in den verantwortlichen Positionen Menschen sitzen, die es gewohnt sind, zu delegieren und nicht selber zu interagieren, oft. Und sich selber dann gar nicht mehr zu engagieren. Ich glaube, wenn du einen Gründer hast, der wird in den ersten Jahren wahrscheinlich auch noch richtig selber sich engagiert haben. Der wird auf jedes Event gegangen sein und sein Gesicht dahin gehalten haben, weil er da vielleicht auch noch stolz drauf war, was er da gemacht hat, etc. Aber irgendwann sind die Leute, glaube ich, auch einfach mal satt. Und gerade je größer ein Unternehmen ist, entweder es sind eingekaufte Geschäftsführer, die zur Wurzel des Unternehmens nur sehr wenig Bezug haben und deswegen auch relativ leidenschaftslos sind. Und natürlich dann die fehlende, so eine gewisse fehlende DNA und so ein gewisse State of Mind zu sagen, ich kann mir den Erfolg nicht mehr nur alleine durch Geld erkaufen. Sondern ich muss was dafür tun. Auch ich und nicht nur meine Mitarbeiter, die ich bezahle. Okay. Ja. Geldeinsatz ist nicht das, ist nicht die Garantie für Erfolg. Ich finde das oft auch ein bisschen seltsam. Also so manche Workshops, wenn du mit Leuten sprichst so und ihnen mal ihren eigenen Facebook-Kanal vor Augen hältst und du sagst, okay, ihr wisst doch privat, also wenn ihr privat irgendwas teilt, dann wisst ihr genau, was gut läuft. Ne? Also Katzenbilder teilst du. Aber sobald du im Unternehmen bist, hast du das irgendwie jetzt vergessen, was gut geteilt wird und dann bist du wieder nur produktzentriert unterwegs. Finde ich manchmal seltsam, aber deswegen auch hier dieser Austausch. Ich finde es eigentlich interessant zu gucken, wie kriegt man sowas in Unternehmen rein? Wie legt man diesen Schalter um, dass man sagt, ihr müsst halt sendefähig werden, ihr müsst marketinggeil werden, ihr müsst einfach rausgehen und nicht mehr produktzentriert denken, sondern ihr müsst halt wirklich irgendwas Geiles machen. Und halte ich aber echt für nach wie vor für schwierig. Und manche können das gut und manche brauchen halt auch deutlich mehr Anstöße, um dann irgendwann mal dahin zu kommen. Wie ist denn zum Beispiel, jetzt überleg mal, größeres mittelständisches Unternehmen, mit wem sprichst du da, wenn du da hingehst? Wer kontaktiert dich, mit wem führst du die Erstgespräche? Hat sich auch verändert, ne? Also früher war es der IT-Leiter, weil SEO da noch ein IT-Thema war. Mittlerweile ist man ja zum Glück schon in der Marketingabteilung angekommen. Aber es ist manchmal so, dass der Geschäftsführer sich dazusetzt. Aber es ist nach wie vor, also bei uns finde ich, so ein Marketingverantwortlicher Thema. Aber das ist dann eben auch der Marketingverantwortliche, der auch alle anderen Themen verantwortet, also der auch die Printwerbung im Fachmagazin einbucht. Genau, und da sind wir bei dem Punkt,
Wo ist der Marketingleiter? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wo ist der Marketing oder das Marketing im Allgemeinen im Unternehmen hierarchisch aufgehangen? Für mich ist Marketing eigentlich ein unternehmensstrategisches Thema und sollte auch immer die Geschäftsführung berühren. Das ist aber in meisten Fällen nicht so, sondern die Marketingstellen sind Stabsstellen. Die, wo du das Gefühl hast, gerade auch, gehen wir noch weiter, bei Online-Marketing-Stellen finde ich das noch stärker ausgeprägt. Da wird aus Aktionismus, hat man oft das Gefühl, ein Online-Marketer eine Stelle aufgemacht, die sitzt dann im Kämmerlein alleine und ja, und dann kann der Chef irgendwie sagen, ja, Online-Marketing-Manager haben wir auch, machen wir auch, machen wir auch. Dann so als Aktionismus, um digital zu wirken, aber digital sein ist immer noch was anderes. Ja, Und absolut. das ist, glaube ich, das gleiche Thema, auch wenn wir uns über das Thema Kommunikation über Inhalte unterhalten. Ja, also gerade das Thema Content Marketing ist halt echt so ein Ding, wo ich jedes Mal so eine ganz große Schere sehe, ne? Wenn du in so ein Unternehmen reingehst und du fragst mal, ja, in eurem Blog, worüber könntet ihr denn mal so schreiben? Und meistens haben wir natürlich auch eine Liste mit Themen vorbereitet, über die man wirklich schreiben sollte. Dann merkst du halt, dass da gibt es überhaupt keine Schnittmenge dazwischen, ne? Und das ist, glaube ich, so das Größte, was viele Unternehmen da draußen noch lernen müssen, dass es wirklich, ja, es geht nicht mehr um deine verfluchte Maschine oder um dein Produkt oder deine Dienstleistung, sondern wirklich, ja, Probleme lösen deiner Kunden. Und so wie mit dem Mikro, in das ich gerade reinspreche. Ich habe den Leitfaden gelesen, ich fand ihn toll. Da gebe ich auch mal gern ein bisschen mehr aus, auch wenn es eigentlich irgendwie ein, ja, zum Fünftel des Preises hätte ich auch ein Mikro kriegen können. Aber du willst halt das der Marke haben, ne? Genau, wo das Idealerweise. zurück zum Thema, aber vielleicht einmal kurz noch, wenn wir werden aus dem Dilemma nicht rauskommen, wenn wir auch immer noch dieses Silo-Denken in diesen Unternehmen haben. Weil Silo-Denken heißt Silo-Budgets. Und wenn wir uns über Content Marketing als Metadisziplin unterhalten, muss da SEO-Budget mit reinfließen, muss da Kommunikationsbudget mit reinfließen. Das muss ein Mischbudget sein und nicht nur ein SEO-Budget, weil damit kommst du für Content Marketing meistens nicht weit. Und das ist halt dieses Silo-Denken und ich glaube, das eben, und dann können wir den Bogen wieder zur Marke spannen, zum Markenaufbau spannen, weil es hängt alles miteinander zusammen. Die Menge der Touchpoints, die ich mit meinen potenziellen Kunden während der Customer Journey habe, baut auch Marke auf. Und wir kommen teilweise, vielleicht kommen wir noch mit teilweise mit Display-Werbung oder mit Allgemeinwerbung, kommen wir auch zu diesen Touchpoints, aber die wirklich qualitativ hochwertigen Touchpoints, die Beziehungen aufbauen, die werden nach meiner Meinung, in vielen Fällen, vom Geschäftsmodell und Produkt immer vielleicht noch unterschiedlich, aber in vielen Fällen halt durch Inhalte aufgebaut, die wirklich starken Beziehungen, die dann entstehen. Vielleicht noch eine Frage, basierend auf meinem Lieblingsbeispiel geileweine.de. Finde ich echt einen super Shop, weil sie einfach auch. Ist das deiner? Nee, ist nicht meiner. Nee, aber Nee, ich. oder du willst dezent hier mal eine Werbung ein. Ja, ein bisschen Werbung kauft alles schön, 10% Rabatt. Nee, ich finde den einfach gut, weil die meisten Weinshops sind einfach irgendwie, weiß ich, nach Rebsorte sortiert oder nach Rot-Weiß, irgendwas. Und geileweine.de ist halt irgendwie anlassbezogen. Also du sagst, ich will einen geilen Mädelsabend haben und sag mir mal, welche geilen Weine du dafür hast. Und solche Unternehmen, muss man ja sagen, haben es meiner Meinung nach auch leichter, einfach zur Marke zu werden, weil man einfach, ja, es ist so ein Outlaw der Branche und man sieht das und denkt so, wow, geil, muss ich teilen. Hier Mädelsabend, haha, lustig. Vor allen Dingen ist es eine ganz andere Versucht. Zielgruppe. Oh, ich habe gerade mal aufgemacht. Du siehst halt schon, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Es ist nicht der seniorige Weinliebhaber. Die Zielgruppe sind eher jüngere. Absolut, das ist Konsum. Also das ist einfach nur hier, du hast ein Event und jetzt nicht irgendwie Kinderkommunion, sondern du hast halt eine geile Party zu Hause und du brauchst jetzt 12 Flaschen, die diesen Event auch zu einem geilen Abend machen. Und versuchst du auch irgendwie auf das Konzept einzuwirken von Unternehmen, wenn du wirklich merkst, so, oh ja, wow, da hat jetzt einer den 10. Online-Schuhshop aufgebaut, der ein Vollsortiment hat. Ist das ein Thema bei euch? Ja, aber wirklich schwierig, weil du musst immer aufpassen. Da hat sich ja irgendeiner mal Gedanken gemacht, sei es eine andere Agentur, die da mit drin hängt, oder die Marketingabteilung selber. Und wenn du da an Konzepten rüttelst, wo vielleicht schon viel Geld ausgegeben wurde, beziehungsweise irgendwelche Befindlichkeiten gestört werden, musst du halt ganz vorsichtig sein, weil
Sonst verhärten sich Fronten und du kriegst gar nichts mehr hin und wirst im schlimmsten Fall blockiert. Ja, das stimmt. Ja. Lass mal zum Schluss noch irgendwie ein fiktives Unternehmen durchspielen. Ich weiß ja, dass du nebenbei auch noch DJ bist. Zumindest bis, oder warst. Natürlich bin ich. Ich mache das so alle zwei Monate, mache ich das noch. Wenn du jetzt irgendwie einen Online-Shop aufbauen würdest für DJ-Equipment, und du fängst wirklich bei null an, worauf würdest du achten? Oder was müsste der für dich machen, um dich zu kriegen, um zur Marke zu werden? Ich habe mir lange kein DJ-Equipment mehr gekauft, weil es heute ja auch alles digital ist. Meine Schallplatten, meine 3000 Schallplatten stauben hier munter vor sich hin. Ja. Was müsste der tun? Ja, der Tutorials, definitiv. Tutorials, wenn ich mich zum Beispiel mit, es gibt so ein, das nennt sich Serato, du brauchst ja heutzutage keine Schallplatten mehr, du benutzt halt heutzutage einen Laptop und da benutzt du dann so zwei Vinylscheiben immer noch und dann hast du aber eine Software, über die du dir dann diese Vinylscheiben bespielen kannst im Endeffekt. Und einfach so Tutorials, gut, das wäre jetzt schon eine After-Sales, weil dann hätte ich die Software ja schon. Ah doch, aber vielleicht fürs Cross-Selling, ne? So Tutorials, wo die mir zeigen, wie kann ich die Software gut nutzen und dann, wo mir dann was vorgeschlagen wird, eine bestimmte Routine oder einen bestimmten Einsatzzweck, wo ich eventuell dann noch ein Zusatztool für brauche. Es gibt diverse Zusatztools, die man sich noch holen könnte, um einfach geile Effekte hinzukriegen oder noch besser mixen zu können irgendwie. Und da dann würde ich auch über den Inhalt quasi zum Produkt geleitet werden. Sowas zum Beispiel. Ich denke, da würde es viel im Tutorial-Bereich gehen. Oder natürlich, da funktionieren natürlich auch so Sachen wie, machen die ganzen viele DJ-Software-Hersteller auch doch dann irgendwie Testimonials nehmen, die meinetwegen so einen 30-minütigen Mix aufnehmen und dann mit deren Equipment halt geile Sachen machen. Und dann so ein Live-Mix halt, mit nicht nur Audio, sondern Video per Video, immer wieder ist die Kamera immer wieder über das Mischpult geht, was er da macht und dann, was er für Effekte da rausholt und so. Und das würde mich, glaube ich, auch abholen, so. Weil ich auch so geile Mixer machen will. Machst du doch schon, oder? Ich bin da sehr, was diese neuenartigen DJ-Techniken angeht, ich bin bei Serato stehen geblieben und danach, also da gibt es viel abgedrehtere Sachen, die man heute da schon machen kann. Da bin ich ein bisschen raus. Vielleicht so ganz abschließend, hast du noch den einen großen Tipp oder irgendwie auch einen Buchtipp oder einen Website-Tipp, irgendwas, wo du sagst, so, das gibt jetzt den richtigen Kick Richtung Marke? Da ist Richtung Marke, das ist schwer. Also da kommt vieles, also da muss ich ganz ehrlich sagen, vieles. Ich schreibe ja, habe ja selber in den letzten Jahren ziemlich viel über das Thema geschrieben, zumindest digitaler Markenaufbau. Das habe ich mir aber alles so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung und aus den eigenen Ideen rausgeklaubt. Also ich hätte da jetzt zu digitalen Markenaufbau jetzt keinen wirklichen heißen Tipp, den ich da empfehlen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Es ist halt auch ein ganzes Puzzle, wozu viele Puzzleteile aus dem gesamten Marketing, insbesondere auch Online-Marketing halt gehören. Also ich glaube, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen, braucht man auch eine gewisse Reife und eine gewisse Erfahrung und muss schon so ein paar operative Instrumente auch erlebt und praktiziert haben. Bis man dann dahin kommt, wieder zu so einer Metaebene kommt irgendwie. Mhm. Glaubst du, dass die ganzen SEO-Konferenzen das Thema hinreichend würdigen oder müsste da eigentlich mehr passieren? Ich habe ja, verfolge ja deine Podcasts auch, ich habe ja auch deine Kritik an dem, an der überhypten Technik-Problematik oder beziehungsweise es geht mir noch viel zu doll, ich soll im SEO, speziell auf SEO jetzt bezogen, viel zu doll um Technik. Technik ja, aber für kleine bis mittelgroße Seiten halte ich Technik auch noch nicht mal mehr als unbedingte Grundvoraussetzung. Weil ich glaube, die Effekte von Marke oder Autorität und von Inhalten deutlich höher anzusiedeln als das Thema Technik. Und da bin ich absolut bei dir irgendwie. Und deswegen würde ich mir auf SEO-Konferenzen einfach mehr noch wünschen. Die gehen ja schon in die Breite. Also wenn man guckt, was für Themen SEO-Konferenzen früher behandelt haben und heute behandeln. Heutzutage sind es ja eher Online-Marketing-Konferenzen als SEO-Konferenzen. Aber mir fehlt da noch die Klammer. Es ist mir noch viel zu viel taktisches Stückwerk.
Das können wir dann ja irgendwann mal machen. Das, ne? Können wir dann irgendwann machen. Zusammen dann. Also wissen ja wahrscheinlich auch viele, dass du selber auch unter den Konferenzmitbetreibern bist, also das SEA-Camp. Mhm. Was jetzt im, lass mich nicht lügen, im April. Im April, erstmal in Jena und im Oktober, November. November in Hannover das erste Mal auch, ja. Okay. Ja, wünsche ich euch viel Erfolg. Ja, danke schön. Also Jena ist schon lange ausverkauft, also da haben wir den Erfolg schon. Hannover gibt es noch ein paar Karten, aber auch nicht mehr viele. So ein paar, okay. Ja, mal gucken. Ja, du, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Mhm. Danke dir, Markus. Also freut mich immer, wenn, vor allen Dingen, wenn du als alter Haudegen so verglichen so einen Junior unter deinen Fittich hier immer nimmst. Das ist lieb von dir. Nee, sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Wenn wir noch ein anderes gutes Thema finden die Tage, machen wir es nochmal. Mhm, prima. Wir sehen uns sowieso regelmäßig über das ganze Jahr verteilt auf diversen Veranstaltungen. Campix bist du, oder? Nee, die überschneidet sich leider zu sehr mit der SMX. Ja, und, okay. Stimmt, das ist ja immer dein Steckenpferd eher. Genau, da hilft sich die Branche jetzt nicht wirklich, dass sie wirklich direkt angrenzend zwei wichtige Veranstaltungen macht. Finde ich ein bisschen unnötig. Für manche sogar drei, wenn man die Online-Marketing-Rockstars diese Woche noch mitnimmt, dann haben wir drei Wochen aufeinanderfolgen. Also für Leute, die nichts zu tun haben, vielleicht ganz gut, aber ich glaube für unser eins nicht tragbar. Ja. Also gerade wenn du die komplette Campix Week da noch mitnimmst, dann kannst du wirklich irgendwie 12, 13 Konferenztage am Stück mitnehmen und das ist natürlich irgendwie, ich glaube, dann macht kein Gehirn mehr mit sowas. Richtig. Ja. Okay, also vielen Dank für deine Zeit, euch da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer freuen wir uns natürlich über gutes Feedback, also auch über konstruktives, negatives Feedback, aber über gutes noch mehr. Und ja, nochmal vielen Dank an Olaf und von mir sage ich schon mal Tschüss und bis bald.